Heidi Zacher bei der DSV-Einkleidung bei Adidas. Frau Zacher, Sie haben gerade Ihre neuen Rennanzüge und Outfits für den Winter bekommen. Wie gefallen Ihnen denn die Farben und was sind die für dieses Jahr? Ja, wir haben jetzt eine orange Hose und eine schwarze Jacke und es schaut gut aus. Ich glaube, auch im Schnee richtig krachig und ich sage jetzt mal, gerade bei uns im Skicross ist es wichtig, dass man uns von den anderen rauskennt, dass die Zuschauer gleich wissen, da sind die Deutschen und mit der orangen Hose ist es weiterhin gegeben, dass wir Erkennungsmerkmal haben. Wie viele Outfits bekommt man denn so als Profiathlet, damit es die Saison überreicht? Ja, eine Renngarnitur und eine Trainingsgarnitur, also so ein warmes Übergewand so und dann ja, braucht man natürlich nur die ganze Unterwäsche für drunter und da braucht man natürlich mehrere, aber oben drüber haben wir quasi nur eins fürs Rennen und eins fürs Training. Und Sie haben sich ja in der vergangenen Saison einen Schienwadenbeinbruch zugezogen. Wie sieht es aus, wie konnten Sie trainieren im Frühjahr oder im Sommer und wie stellen Sie sich die Saison vor? Ja, ich sage jetzt mal, erstmal ist viel Reha auf dem Programm gestanden. Dann ist zum Glück die Heilung sehr gut gegangen, dass man mir den Marksnagel, den ich im Januar reingekriegt habe, im Juli schon entfernen hat können. Und ja, dann war quasi wieder Reha angesagt. Also sagen wir, von dem her war der Sommer die Vorbereitung mit sehr viel Reha-Training geprägt. Und ja, jetzt bin ich seit kurzem wieder auf die Ski. Und jetzt muss man einfach schauen, wie es Schritt für Schritt weitergeht, wann ich dann wieder in Skicross fahren bzw. in die Rennen dann einsteigen konnte. Das muss ich dann mit dem Arzt absprechen, aber es ist wieder schön, einfach auf die Ski zu sein. Werden Sie Ihr Team anfeuern, wenn Sie selber noch nicht am Start sein werden? Das kommt darauf an, wo mein Team fahren wird. Also wenn es in Amerika sind, dann werde ich das wahrscheinlich von zu Hause aus von der Couch machen und anfeuern. Und ja, schön war es natürlich, wenn man beim Heimwerk Cup mitfahren kann, aber ich sage, das muss man dann schauen. Aber sonst wäre ich auf alle Fälle vor Ort sein, entweder dann als Zuschauerin oder als Athletin.